die haben hier ordentlich Chaos gestiftet. Bestätige! Bestätige! Was das? Ich muss es einfach sagen. Schwerter? Im Ernst? Nicht die Waffe ist zu fürchten, sondern derjenige, der sie führt. Das mag ich so einfach sagen. Sie sind nicht sonst zu. Nur mit mehr auch. Konzentration, Leute. Ich muss das aber auch sagen, Schwerter im Ernst. Verstanden. Wir haben jetzt hier einen komplett neuen Gegnertypen. Natürlich, Commander. Die Tür wurde verriegelt. Dann gehen wir halt hinten rum. Was sonst? Ach du Kacke. Ich bin am Chalmers Plaza. Wo ist der Rat? In einem Fahrstuhl. Sie versuchen zum Shuttle-Dock zu kommen. Jemand folgt ihnen. Jemand mit einem Schwert. Ja, toll. Wir nehmen einen Fahrstuhl. Okay, ich bin im Schaft. Festhalten. Das wird eine schnelle Fahrt. Sagen Sie mir, dass der Attentäter den Rat noch nicht erreicht hat. Er versucht's, aber ich lasse seinen Fahrstuhl auf jedem Stockwerk anhalten. Schön. Ich habe unseren Freund gefunden. Schalten Sie seinen Fahrstuhl ab. Die Stromversorgung ist herunter. Jetzt geht's abwärts! Achtung, Phantome! Boah, Alter!
kriegst gleich einen mit dem Schwert. Schwert, schlechte Nachrichten. Gibt's denn auch andere? Der Killer ist auf einen anderen Fahrstuhl gesprungen und hat meine Steuerung deaktiviert. Er ist auf dem Weg nach oben. Ich kann ihn nicht aufhalten. Ich kümmere mich darum. Diese Typen lernen's nie. Shepard blockiert uns. Er gehört zu Cerberus. Udina, ich kläre das. Shepard, Waffen weg. Ich bin wegen Udina hier. Sie können sich raushalten. Nein, nur ich bin noch übrig. Es ist keine Zeit zum Verhandeln. Sie wurden alle getäuscht. Udina steckt dahinter. Der salarianische Ratsherr hat es bestätigt. Meine Beweise zeigen was anderes. Hier sehen Sie, wie Ratsherrn Eschiel im Hauptquartier von C-Sicherheit von Commander Shepard erschossen wird. Dafür werden Sie bezahlen. Brauchen Sie noch mehr? Es ist Commander Shepard. Ich muss sicher sein. Im Fahrstuhlschacht hinter uns sind Cerberus-Soldaten, die Sie alle erschießen, sobald Sie die Tür öffnen. Was Shepard sagt, ist unwahrscheinlich, aber möglich. Für Debatten ist keine Zeit mehr. Ich deaktiviere das Schloss. Waffe weg, Commander. Das wäre jetzt das Beste. Oh Gott. Verdammt, Ash. Ratsherr, die Tür. Nee, wir wollen die nie erschießen. Habe ich die gerade erschossen? Ashley! Ich musste mich entscheiden. Eine ihrer Lektionen. Commander! Zurück! Ich decke sie, falls sie durch die Tür kommen. Die Tür! Bailey? Schneller ging's nicht, Shepard. Anscheinend haben sie bereits alles im Griff. Es stimmt also. Wir waren in Gefahr. Aber ich verstehe nicht. Sie sagten, Cerberus sei hier. Cerberus war hier. Aber sie sind in die Keeper-Tunnel geflohen, als sie gemerkt haben, dass wir kommen. Tut mir leid, Ratsherrin. Ganz offen, Shepard hat sie gerade alle gerettet. Dann schulde ich Ihnen etwas, Shepard. Für unser Leben und für das Abkommen mit dem Primarchen und den Troganern, das ich nie hinbekommen habe. Für ihr Leben wurde ein hoher Preis bezahlt. Shepard, haben Sie eine Ahnung, was Cerberus damit bezweckt hat? Ganz ehrlich? Nein. Aber ich finde es raus. So, die wichtigsten Personen sind evakuiert und jetzt müssen wir einen Tunnel und 1 Million andere Orte sichern. Bewegung! Ja. Es verlief nicht nach Plan. Der Rat kontrolliert die Citadelle noch und Udina ist tot. Udina war entbehrlich. Und was jetzt? Es laufen schon andere Pläne. Ich informiere Sie bei Ihrer Rückkehr.
Es überrascht mich, dass Shepard die Oberhand behalten hat. Kommt nicht wieder vor. Mal sehen. Wir haben jeden Zentimeter dieser Tunnel durchsucht, Shepard. Ihr Cerberus-Kumpel ist nur Schall und Rauch. Er kämpft gerne. Wir sehen ihn wieder. Verzeihung, aber ermuntern tut mich das nicht. Wir können ihn nicht mal identifizieren. Er hat eine VI ins Citadel-System eingespeist, die alle Aufnahmen von ihm löscht. Dieselbe VI hat Udina vermutlich manipulierte Aufnahmen von Ihnen verschafft. Der Typ ist ein Profi. Aber er ist sterblich. Er wird einen Fehler machen. Da wäre ich gern dabei. Wir haben heute viele gute Männer verloren. Ich muss mich um die Verwundeten kümmern. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Wir haben Ashley erschossen. Aber Ashley kannte ja das Risiko als Soldat. Und sie musste sich entscheiden. Und wir auch. Wir können die Zukunft der Galaxie nicht an einer Person festmachen. So, was haben wir denn eigentlich hier zu tun noch auf der Citadel? Außer ehemalige Teammitglieder abzuknallen. Das Büro. Das ist Spectre Büro. Genug. Die quatschen alle durcheinander hier, mein Gehirn. Was wollten wir denn eigentlich auf der Citadel? Ach so, mit der Ratsherrin treffen von den Salarianern. Was ja wohl gescheitert ist. Gehen wir mal in die Bar. Eine Kanne auf Ashley. Ankunft in der Bezirksebene Purgatory. Gefallen im Dienst. Wie geht's dem Kopf? Gut. Die Gehirnerschütterung ist kaum noch zu spüren. Sehen Sie sich das an. Ein Cerberus-Angriff auf die Citadel und die Leute hier denken nur noch an den Krieg. Was ist denn daran anders als sonst? Na, die Verzweiflung. Das ist kein fröhliches Tanzen, sondern dient der Problemverdrängung. Schauen Sie auf die Arme. Wer so mit den Armen fuchtelt, der scheißt doch drauf, wie blöd er auf der Tanzfläche aussieht. Überraschend gut beobachtet. Ich habe schon vielen beim Tanzen zugeschaut, wo wir gerade davon reden. Tanzen? Vom Zuschauen. Was halten Sie eigentlich von mir und Edi? Ja, was? Alter, das ist ein Roboter. Warum nicht?
weil ich mir schon beim harmlosesten Streicheln etwas brechen könnte? Das ist ein Risiko, genau wie die Reaper. Mit dem Vorboten will ich nicht ausgehen. Sie wissen, was ich meine. Wenn wir morgen alle tot wären, was würden Sie bereuen? Nichts gebrochen zu haben. Weder Hüfte noch Herz. Das ist doch bescheuert. Wenn Sie jetzt auf der Tanzfläche sein könnten, würden Sie mit den Armen wedeln? Ja. Sie sorgen sich um mehr als auf der Tanzfläche blöd auszusehen. Ja, vermutlich. Entschuldigen Sie mich. Ja, dann musst du auf Omega gehen, wenn du das Afterlife vermisst. Ich hab noch nichts kaputt gemacht. Das ist doch ein Anfang. Okay, dann gehen wir zur Normandie. Hier gibt's ja scheinbar nichts mehr. Sie geben also zu, dass Sie und Ihre Leute illegal hier sind. Ja, und C-Sicherheit hat das schon nach 3 Wochen gemerkt. Mir ist egal, wer Sie sind. Für Sie gilt das Gleiche wie für alle anderen Flüchtlinge. Kommen Sie mit. Ich glaube nicht. Schirk, ich brauche die Asari-Ratsherren. Aria, was verschafft mir die Ehre? Ich soll die Einwanderungsformalitäten durchlaufen. Verstehe. Formalitäten erledigt. Ist sonst noch irgendetwas? Nein, vielen Dank. Jederzeit. Wir sind hier wohl fertig. Gute Show, was, Shepard? Ich sollte herkommen. Ja, wie folgsam von Ihnen. Entschuldigen Sie das Interieur. Es ist mit Omega nicht zu vergleichen. Warum sind Sie dann weg? Cerberus hat mir Omega gestohlen. Der Unbekannte steht auf Platz 1 meiner Abschussliste. Er bezahlt für jede Sekunde, die ich in dieser Bürokratiehölle verbringe. Bürokratiehölle. Wie hat Cerberus Sie besiegt? Verrat, Ablenkung und eine große Armee. Sie haben mich weggelockt und überfallen. Ich entkam, aber Cerberus belagerte Omega bereits. Bis ich angriffsbereit war, hatten sie sich schon zu gut verschanzt. Sie können ja an einem anderen Tag weiterkämpfen. Und dieser Tag kommt. Ich hole Omega zurück, aber dazu komme ich noch. Für Sie habe ich einen Vorschlag. Ich höre zu. Es ist doch so, wenn Sie die Reaper nicht besiegen, sterben wir alle. Egal, wo ich gerade bin. Also will ich Ihnen helfen. Was bieten Sie mir an, Aria? Auf Omega hatte ich Bloodpack, Blue Suns und Eclipse unter Kontrolle. Jetzt laufen Sie Amok. Das will aber niemand. Vereinen Sie sie unter meiner Führung und Sie haben eine mächtige Armee für Ihren Krieg. Ich habe mit allen Gruppen eine Basis gelegt. Jetzt müssen Sie die Deals abschließen. Ja, wir sind wieder Laufbursche von Aria. Ein bewaffneter Verbrecher schießt dir immer in den Rücken. Sie haben bereits Waffen. Ich sorge dafür, dass Sie auf die Reaper gerichtet sind. Ich will Ihnen nur helfen. Überlegen Sie sich's. Besuchen Sie Nah. Er ist für das Bloodpack zuständig. Der Anführer der Blue Suns ist inkognito auf der Citadel. Er erwartet Sie schon. Und ich habe ein Abkommen mit Yona Sedaris, der Eclipse-Anführerin. Ihr Freund Commander Bailey muss Sie nur aus dem Gefängnis lassen. Sie kennen Bailey wohl nicht besonders gut. Nutzen Sie Baileys Respekt aus. Eine professionelle Söldnerstreitmacht dürfte das wohl wert sein, oder? Bis dahin bin ich guter Laune. Melden Sie sich, wenn Sie was besprechen wollen. Ja, okay, wenn die uns gegen die Reaper helfen, dann... Ja, dann machen wir das halt. Aber normalerweise nicht.
So, wo geht's jetzt hin? Spectre-Status erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Einen Moment bitte. Ich glaube, hier finden wir... Ankunft in Andockbucht E24. Notunterkünfte für... Die Galaxie muss begreifen, was diese Flüchtlinge durchgemacht haben. Können Sie mich nicht rein? Moment. Sind Sie nicht Commander Shepard? Soll ich was? Dokumentarfilmer. Bitte, Sie können mir vielleicht helfen. Ich möchte die Geschichten der Flüchtlinge auf der Citadel dokumentieren. Ihren Verlust, ihre Opfer, ihre Momente der Tapferkeit. Hindert Sie denn etwas daran? C-Sicherheit lässt mich nicht in die Docks, weil ich ein Störfaktor sei. Aber Sie könnten ein paar Aufnahmen für mich machen. Hier im Präsidium gibt es auch viele Überlebende des Krieges. Dieser Ort ist sicher, sauber. Die Menge, die bei den Docks festsitzt, hätte eine viel größere Wirkung. Wir müssen einander helfen. Diese Dokumentation soll schockieren, damit die Leute aktiv werden. Ja, okay, wir machen das mal mit. Gute Idee. Die Galaxie sollte sehen, was diese Flüchtlinge durchgemacht haben. Danke, Commander. Das ist genau das, worauf ich hoffe. Machen Sie mit Ihrem Universalwerkzeug ein paar Aufnahmen im Flüchtlingslager. Ich warte hier auf Sie. Sie können die Leute nicht abweisen. Doch, das können wir. Sagen Sie Ihren Freunden, Sie sollen Ihr Schiff aus der Andockbucht manövrieren. Warten Sie bitte. Meine Familie ist an Bord. Können Sie nicht doch noch ein paar Leute mehr unterbringen, Officer? Und wer zum Teufel sind Sie? Oh, Commander Shepard. Wenn Sie dieser Ansicht sind, dann werde ich einen Platz für Sie finden. Meine Familie kann also andocken? Commander Shepard hat Ihre Familie freigemeldet. Aber Sie sollen sich beeilen. Das ist wieder typisch. Die menschliche Natur. Die stehen alle vor der Auslöschung und halten immer noch nicht zusammen.